Im Norden produzieren Windparks Stromüberschüsse, im Süden gibt es regelmäßig Mangel. Um das auszugleichen, muss Netzbetreiber TNET fast 1 Milliarde aufbringen. Und der Betrag könnte noch deutlich steigen. Zahlen muss das am Ende der Verbraucher. Der Ausbau der erneuerbaren Energie setzt das deutsche Stromnetz immer stärker unter Druck. Der große Stromnetzbetreiber TNET, dessen Netzgebiet in der Mitte Deutschlands von Schleswig-Holstein bis zum Süden Bayerns reicht, muss stehe deshalb 2017 fast 1 Milliarde Euro für Noteingriffe ins Netz zahlen. Das teilt TNET auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mit. Und die Kosten könnten mit der Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke noch weiter steigen. Die Eingriffskosten lagen 2015 noch deutlich niedriger bei 710 Millionen Euro, im windschwachen Jahr 2016 sogar nur bei 660 Millionen Euro. Die Kosten werden über die sogenannten Netzentgelte auf den Strompreis umgelegt und landen am Ende beim Verbraucher. Das Netz ist wegen des starken Zubaus der Erneuerbaren weiter extrem belastet. Wir brauchen zwingend ein Energiewendenetz, also die vom Gesetzgeber bereits beschlossenen Netzausbauprojekte, forderte das TNET-Geschäftsführungsmitglied Lex Hartmann. Bis dahin sind Netzengpässe, hohe Kosten für die Verbraucher und eine zunehmend instabile Versorgung die harte Wirklichkeit. Auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, sieht Milliardenkosten auf die Verbraucher zukommen, die Stabilisierung der Netze ist komplexer geworden und kostet uns alle viel Geld. Diese Kosten sinken erst durch die großen Stromleitungen, sagte Hohmann. Allerdings hält der Behördenchef die Versorgung auch in der Zwischenzeit bis zum Start der neuen Leitungen für sicher, eine Warnung vor Stromausfällen bis dahin wäre übertrieben. Nach der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke 2022 könnten die Eingriffskosten laut Bundesnetzagentur sogar auf bis zu 4 Milliarden Euro bundesweit im Jahr anwachsen. Noteingriffe werden nötig, wenn Stromleitungen fehlen, um vor allem Windstrom von Norden nach Süden zu bringen. Im stürmischen Herbst und Winter müssen im Norden dann immer wieder Gas- und Kohlekraftwerke heruntergefahren oder Windparks gegen Kostenerstattung abgeschaltet werden, weil sonst mehr Strom produziert würde als die Netze aufnehmen können. Damit im Süden dennoch nicht die Lichter ausgehen, müssen dort zugleich konventionelle Reservekraftwerke hochgefahren werden. Oft kommt die Netzreserve auch aus Österreich. Auch dafür müssen die Netzbetreiber Entschädigung zahlen. Der Ausbau vor allem der Windkraft auf dem Meer und im Landesinneren geht weiter deutlich voran. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEWILT, ist der Anteil der erneuerbaren Energie an der Stromerzeugung 2017 auf 33,1% nach 29,0% im Vorjahr gestiegen. Die Lage wird sich erst entspannen, wenn das Energiewendenetz ausgebaut ist, sagte Hartmann. TNET baut selbst